Brauche ich noch eine Diagnose, Dame? Ich glaube, oder? Ich hab 3. Wenn ich 3 habe, für 3 Räume, brauche ich auf jeden Fall noch eine 4. Die? Ja, aber einspringen kann, wenn einer in die Pause geht. Ja, ja, ja. Ich brauche auf jeden Fall eine 4. Oh nein, jetzt ist die weg. Oh, wie ärgerlich. Wie sieht es bei den behandelnden Schwestern aus? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Habe ich 2. 1, 2, 3, 4. Ja, 5 brauche ich da. Ich habe nur 2. Da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Tatsächlich. Okay. Personal. Die unvermeintliche Jasmine Odyssey, die als Sängerin unter unserer ungebildeten Jugend großes Ansehen genießt, wurde heute beim Betreten eines Krankenhauses beobachtet. Vielleicht erhält sie eine Stimmbandtransplantation und singt dann so ähnlich wie jemand mit Talent. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Mumien, ja, klar machen. Mit vorzeitiger Mumifizierung treffen jetzt ein. So. Das könnte was werden hier. Ja, ich brauche jetzt nur noch einen Arzt, den ich dafür nutzen kann. Ich kriege es halt die ganze Zeit. Nur Chirurgen. Und dann kann ich einfach eine Weiterbildung mal anschauen, ob das vielleicht was ist. Okay. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Soll das Temperaturding auch erstmal kein Problem mehr sein? Aktuell Temperaturkomfort 99%. Ja, okay. Nein, ist gar kein Problem. Nach Hause schicken, okay. Ja, dann Frakturstation benötigt, nach Hause schicken. Ich hab
habe nicht genug Stationsschwestern, also oder Pfleger. Das ist so das Problem. Haltet in gern. Unserer Tschüss. Ausgabe von Lebensweisheiten mit Sir Nigel machen wir Bekanntschaft mit dem Schöpfle Noir. Ein robuster und gut ausgebauter Wein mit einem Bouquet aus Brombeeren und benutzten Sportstrümpfen. Wer wird sie buchstäblich wir bauen jetzt eine. Socken hauen? In der Tat. Und zwar. Wenn ich noch ein weiteres Glas trinke, muss ich dieses Format vielleicht in Lebensweisheiten ohne Sir Nigel umbenennen. Ich glaube, das Level läuft jetzt. Wir machen nämlich gut Plus. Was die Leute noch ein bisschen happy machen hier. Da-da-di-da-da-du. Ja, jetzt habe ich nämlich hier wieder viel zu wenig Leute. Ich raste nicht. Mal sind da zu viele, mal sind da nur zwei Leute sind da, die da anstehen. Ich mache jetzt gleich erstmal einen Megascanner. Weil ich einen Arzt habe, den ich da verwurschten kann. Ja, der hier zum Beispiel. Bitte hinterlassen Sie die Toilette perfekt. In dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. So. Wollen wir jetzt hier eine Frakturstation? Ja, sollte vielleicht auch noch eine Nummer größer. Aktuelle Popmusik und amüsantes Geplänkel schlägt, dann wechselt jetzt den Sender. Denn ihr hört Radio Two Point mit Harrison Wolf. Impfstoff? Wo wir die rennen? Ja, okay. So, und dann machen wir jetzt den Megascanner. Oh, nur noch die Heilungskarte fehlt, dann haben wir ja schon alles. Sehr, sehr gut. Läuft also auf, wir sind also auf einem guten Weg, tatsächlich. Ja, dann machen wir jetzt den Megascanner. Zweiter Stern. Oh, Achievement freigeschaltet. 30 Sterne. Geil.
Geschätzter Krankenhausleiter, 2 Sterne Krankenhaus, Sie haben $20,000 erhalten und 150 Kudosch. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Ganz offensichtlich haben Sie der Verlockung der Stände widerstanden und sich stattdessen ganz Ihrer Arbeit gewidmet. Solche Dienstbeflissenheit ist bewundernswert. Schwitzen Sie weiter, um sich noch mehr Belohnungen zu verdienen oder erweitern Sie anderswo Ihre Organisation. Wir machen hier noch weiter. Was müssen wir denn dafür machen? Heile 2 Patienten, okay. Krankenhauswert, oh, wow, okay. Okay, wir müssen 3 Millionen höheren Wert haben. Erreiche Temperaturkomfort von 90%. Wir hatten 99, jetzt haben wir nur noch 85. Aber das liegt wahrscheinlich an dem neuen Raum, den wir jetzt hier gekauft haben. Oder neuen Gebäude. Und eine Heilungsrate von 90%, was machbar ist. Aber den Wert müssen wir halt erreichen. Der ist aber erreichbar in meinen Augen. Ja, der ist auf jeden Fall erreichbar. Okay, soll er machen. Bin ja dabei, jetzt gerade hier richtig krass zu werden. Natürlich dann nur das und nichts anderes. Für den Betrieb des Megascanners wird ein Arzt benötigt. So, die bilden wir weiter. Sind wir, glaube ich, auf einem echt guten Level. Läuft ja doch langsam. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Wie ist denn die Temperatur in dem Raum? Nicht so gut. Oh, ich habe gar keinen Ventilator gebaut. Ist das ja richtig dumm. Gefunden, wer hinter dem Antrag gesteckt hat, der unseren Rock-Festival-Traum begraben hat. Kein anderer als Sir Nigel Bickleworth. Nun, ich bin kein Freund sinnloser Gewalt, also habe ich ihn bloß in die Toilette des Senders eingeschlossen, wo ich seit 3 Stunden richtig laute Musik laufen lasse. Ich hoffe, es gefällt dir, Nigel Boy. Ein Assistent wird an der Aufnahme verlangt. So, dann hier noch. Ja. Und so ein bisschen.
gucken wir uns gleich an. Notverkauf machen. So, wo ist jetzt der? Bitte ignorieren Sie die Explosion. Wir haben alles unter Kontrolle. Oh, wie kommt da jetzt jemand? Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy Scans verlangt. Wird gelöscht, naja, okay, dann ist ja gut. Oh, hier brennt ja alles, gefühlt. Okay. Ich glaube, es läuft. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Ein bisschen upgraden und gone, schau hier. Die brauche ich aber jetzt gerade wegen dem Notfall. Wenn der Notfall durch ist. Wieder ihr Unwesen. Ich habe bereits panische Anrufe aus dem örtlichen Krankenhaus erhalten, das den Großteil des Schadens einstecken muss. Seht ihr, das passiert, wenn ihr Vulkanen keine Menschenopfer erbringt. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Ja, warten wir, bis der Notfall durch ist. Ich wollte noch mehr Diagnoseschwestern ein. Oh, das brauchen wir auch. Ausgebrochen, falls es Sie interessiert. Was? Wo? Achtung! Rutschgefahr durch Erbrochenes. Wo brennt's denn? Ich sehe kein Feuer. Was redest du? Hier brennt doch nichts. Doch da. Ist auch die Feuerlöscher dann nicht direkt das da reparieren gehen. Nicht ein bisschen blöd? Macht man das so? Raten wir erstmal alles ab. So, langsam muss ich aber was Schluss machen. Wir haben ja jetzt 2 Sterne. Sind auf einem guten Weg zum dritten, sag ich mal. Denke ich zumindest. Also ich denke schon.
Hat jetzt keinen Grund, warum ich sagen würde, nö. Eher nicht so, aber doch, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Muss halt nur übelst aufpassen, wenn da nichts um die Ohren fliegt.